Herzlich willkommen in Böblingen in der Motorworld Region Stuttgart zur Deutschen Meisterschaft 2021 von Formel 1 in der Schule. Es ist nur ein kleiner Auftritt, der hier gemacht werden kann, denn immer noch verhindert die Pandemie größere Reisen und Treffen von Gruppen aus unterschiedlichen Regionen. Aber es werden Rennen gefahren und die Jury zur technischen Abnahme der Fahrzeuge ist vor Ort. Alle anderen Wettbewerbselemente werden dann wieder online bewertet und ein paar Tage nach diesem Rennen veröffentlicht. Lassen wir aber erst einmal unseren Gastgeber zu Wort kommen. Die deutschen Meisterschaften finden bei uns in der Motorworld Region Stuttgart erstmalig statt, virtuell zwar nur, aber wir gehen natürlich noch weiter. Die Junioren finden hier statt, nämlich die 11- bis 14-Jährigen und dann die Senioren, das sind die 15- bis 19-Jährigen, Männlein, Weiblein, Querfeldein, die sich von Anfang an diesem Projekt gewidmet haben, in den Fächern MINT in der Schule, egal ob eine Gymnasium, Realschule, Hauptsache die jungen Menschen sind dabei. Sie müssen das Fahrzeug von der Pike auf das gesamte Projekt, da gehört also nicht nur die Konstruktion, die natürlich das Maßgebliche ist dieses Fahrzeugs, sondern sie müssen alles organisieren. Sie müssen die Sponsoren organisieren, sie müssen Messestände organisieren, sie müssen eine Homepage gestalten, sie müssen ihre Trikots gestalten, sie müssen, wenn es dann letztendlich sogar zur Weltmeisterschaft, in denen die Seniorenteams teilnehmen, kommt, müssen sie sich um die Flüge kümmern, Hotelzimmer, wie importiere ich einen Messestand in ein anderes Land und. Größten Respekt vor dem, was diese jungen Menschen hier auf den Weg gebracht haben und vor allem, es ist die Zukunft. Diese Menschen sind künftige Arbeitnehmer in vielen, vielen Unternehmen, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Und dafür gebührt ihnen der größte Respekt, dass sie jetzt schon diese viele, viele Zeit neben ihrer Schule her investieren. Und wir freuen uns einfach, dieses Projekt, diese zukunftsträchtige Sache von ganzem Herzen mit zu unterstützen. Und natürlich, was unser Vorteil ist, wir bieten einfach alles, was die automobile Leidenschaft ausmacht. Das sind nicht nur die Räumlichkeiten, es sind die Fahrzeuge, es ist der Benzingeruch, das Benzingespräch, das man hier führen kann. Hier finden sich alle zusammen, die in irgendeiner Weise etwas mit automobiler Leidenschaft zu tun haben. Und deswegen können wir nur sagen, toi, toi, toi und auf die nächsten Jahre in einen unserer weiteren Motorworld-Standorten. Vielen Dank für die Begrüßung und wir sind jetzt auch schon an der fertig aufgebauten Rennbahn und es wird gleich per Automatik gestartet. Zusätzlich zu den Rennen zeigen wir aber auch Einblicke in die Teams. Dazu verwenden wir das Material, das sie für die Jury in Form von Videos eingereicht haben. Viel Spaß beim Anschauen! Ich habe die Konstruktion wieder mit dem Programm Solid Edge durchgeführt, wobei Alexis und unser Betreuer ständige Ansprechpartner waren. Nach der Erstellung eines 3D-Modells sendeten wir unsere gesamten Daten an das Kompetenzzentrum der Nordmetallstiftung zum Fräsen. Die 3D-Daten wurden vor Ort in den CRM-Code übersetzt. Hierbei stellt eine Software 3D-Raumkoordinaten, welche die Fräse abfahren kann. So bleibt am Ende das Auto übrig. Denn überschüssiges Material wird abgefräst. Wir sind das Team Flying Racers aus dem Richard-Wossidlo-Gymnasium in Baden-Müritz. Unser Team besteht aus Danny, zuständig für das Marketing und für die Produktion, Moritz, zuständig für die Konstruktion und das Car-Design und mir, Adrian, zuständig für das Teammanagement und das Grafikdesign.
an den Seiten des Teamstandes unsere Autos reingestellt, damit Besucher unseres Standes sie dort begutachten können. Auf dem Bildschirm in der Mitte würde man unsere Präsentation laufen sehen. Ich hoffe, Ihnen hat die Präsentation unseres Standes gefallen. Wenn ja, dann zeigen Sie es doch in der Bewertung. Hallo, wir sind das Team Starlight und ich bin Milot. Ich bin 11 Jahre alt und Teammanager des Team Starlight. Hallo, ich bin Alessio, ich bin 11 Jahre alt und bin Grafikdesigner des Team Starlight. Hallo, ich bin Sali, ich bin 12 Jahre alt und bin ein Grafikdesigner des Team Starlight. Hallo, ich bin Yannick Schneider. Ich gehe in die 7. Klasse, bin 13 Jahre alt und ich bin für Produktionen der Formel 1 zuständig. Ich bin Tarek, 11 Jahre alt, Konstrukteur und Sponsoring-Manager in dem Team Starlight. Ich bin Anton, 13 Jahre alt und zuständig für die Fahrzeugentwicklung und Produktion im Team Starlight. Materialien für die Videos zur Verfügung gestellt. Kreativa hat diese Sticker gefertigt, die nun unsere Sponsoren an der Teambox präsentieren. ISO-Werke hat die Teambox gebaut. Fischer hat uns unsere sehr gute Radkonstruktion ermöglicht. Und die Kocheltern, die hier leider nicht erwähnt wurden, haben uns 100 Euro zur Verfügung gestellt, mit denen wir die Gleitlager gekauft haben. Nun erzählen wir Ihnen etwas über Social Media. Wir haben ein Padlet mit allen unseren Links zu verschiedenen Websites. Wir haben einmal unsere Team-Website, dort finden Sie aktuelle Informationen über unser Team. Dann haben wir einen Instagram-Account, dort laden wir regelmäßig Fotos von Arbeiten und andere Sachen hoch. Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie ebenfalls Sachen aus unserem Team und auch noch zusätzliche Informationen. Um unser Team und den Formel-1-Wettbewerb nach außen darzustellen und vor allem, um andere dafür zu begeistern, haben wir unterschiedliche Marketingaktivitäten umgesetzt. Ein wichtiges Beispiel war der MINT-Tag in unserer Schule. Alle Klassen waren eingeladen, auf einer Bahn Rennautos zu starten. Wir waren als MINT-Botschafter dabei. Im Hamburg-Journal wurde darüber berichtet. Hallo, mein Name ist Sophie Kravenhoff, ich bin 15 Jahre alt und die Teammanagerin. Meine Aufgaben waren es, die Präsentation und die Website zu erstellen. Außerdem habe ich unsere Marketingmanagerin Johanna bei der Erstellung der Portfolios geholfen. Darüber hinaus habe ich darauf geachtet, dass alle Termine und Spezifikationen eingehalten werden. Eine weitere Aufgabe von mir war die Sicherstellung der erforderlichen Ressourcen. Ich heiße Johanna Fröhlich, bin 13 Jahre alt und die Marketingmanagerin. Meine Aufgabe war es, für die einheitliche Außendarstellung des Teams und des Projekts zu sorgen. Ich war vor allem verantwortlich für das Design des Logos, die Erstellung der Website, der beiden Portfolios, der Teamkleidung und des Messestandes. Darüber hinaus war ich federführend für unsere MINT-Aktionen und die Gewinnung von Sponsoren. Jetzt gebe ich das Mikrofon weiter an Jacqueline. Bitte schön. Hallo, mein Name ist Jacqueline Wandel und ich bin ebenfalls 13 Jahre alt und die Konstruktionsmanagerin. Ich war verantwortlich für die Konstruktion und das Design unseres Rennwagens.
Darunter fiel die Erstellung von CAD-Entwürfen, das Test des Autos im virtuellen Windkanal und das Rendering für die Präsentation unseres Rennwagens. Hallo, ich heiße Mia Bartum und bin 13 Jahre alt und die Finanzmanagerin. Meine Aufgabe war es, sicherzustellen, dass wir genug Geld haben, um das Projekt zu finanzieren. Dafür erstellte ich einen Finanzplan, sodass wir stets wussten, wie viel Geld wir bereits ausgegeben hatten und wie viel noch benötigten, um benötigte Materialien einzukaufen. Davon abgesehen habe ich bei der Konstruktion des Rennwagens geholfen. Hier sehen Sie noch einmal unser Team im Überblick. Herzlich willkommen auf dem digitalen Messestand der Racing Angels. Heute stehen wir wegen Corona leider nicht live auf dem Messegelände des Formel 1 at School Wettbewerbs. Dennoch möchten wir Sie nun auf eine kleine virtuelle Reise mitnehmen. Wir haben keine Mühe gescheut, Ihnen unseren Miniaturstand zu präsentieren. Dieses Modell hat unsere Konstruktionsmanagerin Jacqueline nach dem Konzept von unserer Marketingmanagerin Johanna zu Hause gebaut. Hier sehen Sie den Produktionskreislauf. Als erstes skizzierte ich ein Auto, welches ich danach in Solid Edge als 3D-Modell konstruierte. Das Modell wurde in den Windkanal gestellt, um Schwächen bzw. aber auch schon positive Auswirkungen zu erkennen. Hiernach druckten wir das Modell, bauten Frontex-Spoiler zusammen, lackierten es und unser Auto war fertig. Das Team Ghost Racing hatte leider nur ein Fahrzeug für die Rennen und das kam aus Lauf 1 mit einem kleinen technischen Problem wieder zurück. Ein weiterer Lauf konnte somit nicht gestartet werden. Die Kräftesimulation zeigte sich, dass die Kraft auf dem Spoiler dreimal höher war als das, was das Material aushalten kann. Aus einem Gespräch mit Professor Damski, welches wir im März 2020 geführt hatten, wusste ich, dass die Aufprallfläche einen größeren Einfluss auf die Aerodynamik hat, als wir bisher wussten. Der Ghost 3 hatte noch eine durchschnittlich große Aufprallfläche. So war für mich klar, ich muss was verbessern. So fing ich an, den ersten Prototypen zu konstruieren. Und daraus entwickelte sich im Nachhinein der Ghost 4. Aber die Gesamtleistung ist entscheidend und somit konnte Ghost Racing mit 3 Sonderpreisen Vizemeister bei den Junioren werden. Herzlichen Glückwunsch! Und da ja nur noch ein Team bei den Junioren bisher nicht gezeigt wurde, kommen wir auch gleich auf den Punkt. Den ersten Platz hat das Team 5 Crow aus Schleswig-Holstein erreicht. Hier kommen sie. Wir haben uns viel mit der Physik, die hinter dem Ganzen steht, beschäftigt. Hier sieht man zum Beispiel die Energieumwandlung des Autos. Durch die Patrone steckt man 100% potenzielle Energie ins Auto. Diese wird dann in Bewegungsenergie umgewandelt. Allerdings wird auch ein Teil, der für uns nutzlos wird, durch Rotations- und Reibungsenergie entwertet. Die Rotationsenergie entsteht durch die Drehung der Räder bei der Fahrt und die Reibungsenergie entsteht durch den Luftwiderstand und den Kontakt des Autos mit der Fahrbahn und den Führungselementen. Man versucht natürlich, so viel wie möglich Bewegungsenergie zu erhalten und die anderen beiden Energien deshalb zu minimieren. Hier haben wir geguckt, wie groß die Auswirkung der Masse auf die Geschwindigkeit ist. Die Bewegungsenergie bildet sich aus der Masse und der Geschwindigkeit, denn E Bewegung ist gleich 1/2 mal m mal v². Löst man diese Formel nach v auf, so erhält man v ist gleich die Wurzel aus 2 mal E Bewegung durch m. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die Bewegungsenergie, die uns die Patrone zur Verfügung steht, gleich bleibt.
Nun stellen wir die Geschwindigkeit ins Verhältnis. So kürzt sich die Formel auf V1 durch V2 ist gleich Wurzel aus M2 durch M1. Wir nehmen jetzt zwei verschiedene Autos mit unterschiedlichen Massen. Einmal das Minimum 55 Gramm und einmal 60 Gramm. Nun setzen wir diese Werte in die Formel ein und erhalten V1 durch V2 ist ungefähr 1,09. Wir haben unser Auto nach langer Überlegung bei ZIMP mit deren 7-Achs-Fräse fräsen lassen. Die 7-Achs-CNC-Fräsung besteht aus 5 Schritten. Erstens. Zuerst wird die Step-Datei in das CAM-Programm geladen. Zweitens. Der Nullpunkt wird durch einen Nullpunkt-Taster in das virtuelle Koordinatensystem geladen. Das Fräsen selbst besteht aus 3 Phasen. Dem Schruppen, Schlichten und dem Konturen. Hierbei wird zuerst grob und dann immer feiner gefräst, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Das war ganz schön technisch bei Five Crow, aber damit hatten sie einerseits das schnellste Juniorfahrzeug bauen können, andererseits aber auch den besten Teamstand abgeliefert und sind eben deutscher Juniormeister geworden. Und nun bitte ab aufs Treppchen mit der Goldmedaille für Five Crow, Silber für Ghost Racing und Bronze für die Racing Angels. Hoffentlich sehen wir euch alle in der nächsten Saison wieder. Weiter geht es hier mit den Senioren, die wir auch wieder mit den Rennen und ihren Präsentationen zeigen. Herr Uckert und Janik Fuchs sind zuständig für den Instagram-Account, auf dem wir mögliche Sponsoren, aber auch einfach Begeisterte, Technikfans und Interessenten des Wettbewerbs über unser Team informieren möchten. Sie kümmern sich zudem um das Portfolio und um die Vermarktung damit des Autos. Außerdem kümmern sie sich um das Grafikdesign, Layout des Teams und auch um die farbliche Gestaltung des Autos. Jerome Darian Hendersdorf und Johann Daniel Höpfer sind Ingenieure unseres Teams. Sie kümmern sich also um das Design, die Formgebung des Wagens, aber auch für die Radaufhängung und alle anderen technischen Komponenten. Sie müssen sich zudem um das Entwicklungsportfolio kümmern. Konrad Berlin ist in unserem Team zuständig für das Ressourcenmanagement und Marketing. Okay, dann würde ich noch zu der Frage kommen, was reizt dich an dem Wettbewerb? Was macht das für dich so spannend? Mich reizt vor allem an dem Wettbewerb, dass es nicht in diesem technischen natürlich auch um das ganze Managen von dem Team geht. Das ist ein sehr allumfassender Wettbewerb. Es geht nicht nur darum, den Wagen letztendlich zu drucken, sondern auch eben Sponsoren zu finden oder eine eigene Marketingabteilung aufzubauen. Und das alles, wenn es am Ende zusammenspielt, natürlich ein super Ergebnis rauskommt. Und das begeistert natürlich, wenn der Wettbewerb so vielschichtig ist. Und hier kommt ein Pechvogelteam, das Team Mint aus Hamburg, deren Autos auf dem Versandweg Umwege gefahren sind und erst 4 Tage später in der Zentrale von Formel 1 in der Schule eintrafen. Leider also keine Rennzeiten für Team Mint. Hallo und herzlich willkommen zu der Teamstandpräsentation von Team Mint. Mein Name ist Nils Fuchsacher und ich bin der Teammanager. Hallo, ich bin Julius Borg und ich bin der Ressourcen- und Sponsorenmanager. Ich heiße Florian von Krosig und bin der Konstrukteur im Team. Mein Name ist Etienne Emelianov und ich bin Marketing- und PR-Manager bei Team Mint. Beginnen wir mit dem rechten Plakat unseres Teamstands. Unter der Überschrift „Das Team“ sind einmal alle Teammitglieder mit einem Foto, ihrem Namen und ihrer Rolle im Team vorgestellt. Im Laufe des Projekts habe ich gelernt, mit der mir zugeteilten Verantwortung bewusst umzugehen, sowie auch ein Team zu koordinieren und zu leiten. Wir haben jetzt schon 3 Jahre an diesem Wettbewerb teilgenommen und ich habe gelernt, was es heißt, ein Team zu sein. Jeder muss seine eigenen Aufgaben bei diesem Wettbewerb machen und nur so können wir am Ende auch etwas erreichen. Über den gesamten Verlauf dieser Saison habe ich gelernt, dass es sehr wichtig ist, die Fristen einzuhalten. Vor allem habe ich es auch gemerkt, als ein Teammitglied von uns krankheitsbedingt ausfallen musste. Da ist es besonders wichtig, dass man stets alle Fristen pünktlich einhält.
Für mich persönlich bedeutet dieser Wettbewerb, dass wir als Team alle zusammenarbeiten müssen, um etwas Großartiges zu erschaffen. Mein persönlicher Teil dabei war es ja, auf die Finanzen und auch auf die Sponsoren zu achten. Deswegen habe ich gelernt, wie man mit Erwachsenen oder mit einem übergestellten Menschen gut umgeht, aber auch, wie man sich um Ressourcen kümmert und wie man damit verantwortungsvoll umgeht. Das war's mit unserer Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und auf Wiedersehen. Und hier haben wir auch wieder einen speziellen Fall. Das Team Omen aus Niedersachsen hat leider das komplette Video mit Musik unterlegt. Da wir deren Herkunft nicht kennen, können wir sie somit auch nicht veröffentlichen. Wir haben dann leider den Ton beim Team Omen abschalten müssen und können nur ein paar Bildausschnitte zeigen. Guten Tag, wir sind das Team Amun und wir möchten uns gerne anhand dieser Präsentation bei Ihnen vorstellen. Starten mit der generellen Vorstellung unseres Teams. Mein Name ist Justus Platten und ich bin der Teammanager. Mein Name ist Max Marschall und ich bin Designer dieses Teams. Mein Name ist Lukas Spielhut und ich bin der Konstrukteur unseres Teams. Mein Name ist Adrian Batuscha und ich bin ein Marketingmanager des Teams. Und mein Name ist Katharina Heinig und ich bin ebenfalls Marketingmanagerin dieses Teams. Und um diese ganzen Personen unter einen Hut zu bringen, brauchten wir ein gut durchgeplantes Zeitmanagement. Und genau mit dem macht Justus jetzt auch weiter. Der Zeitplan wurde hauptsächlich zur Übersicht und Planung von noch kommenden Events genutzt. So konnten wir außerdem alle unsere Aufgaben verteilen und diese anschließend nach Relevanz sortieren. Damit dieser Zeitplan aufgeht, mussten wir kommunizieren. Wir kommunizierten intern und extern. Die angemieteten Räume der SJK konnten wir dieses Jahr leider nicht verwenden. Daher mussten wir auf noch mehr technologische Ersatzmöglichkeiten zurückgreifen. WhatsApp haben wir genutzt, um kurze Kommunikation durchzuführen und zum Beispiel Teamtreffen zu organisieren. Die Dropbox haben wir für den Transfer von besonders großen Dateien verwendet. Discord hat diese Saison eine besonders große Rolle gespielt, da wir dort unsere virtuellen Teamtreffen abhalten konnten und uns mit dem Mentor absprechen konnten. Trello haben wir für die Aufgabenverteilung und einen guten Überblick verwendet. Instagram haben wir zur Inspiration benutzt, aber auch, um mit Sponsoren in Kontakt zu treten. Wie das funktioniert, erklärt Ihnen jetzt Adrian. Das ist ein Auto mit der Hand zu bauen, ist unter anderem, weil es immer dasselbe ist und ein Computer viel genauer arbeiten kann als eine menschliche Kraft. Dazu gibt es solche Sachen wie, dass der Mensch keinen Fehlercode hat. Unser Team ist nach der VIM-Aufteilung in drei Arbeitsgruppen unterteilt. Die Arbeitsgruppe Vermarktung besteht aus Hanna und Jarmo. Die beiden kümmern sich um das Marketing und Design, wobei der Fokus jeweils auf einem der beiden Bereiche liegt. Nispo und Simon bilden die Arbeitsgruppe der Ingenieure. Sie sind also zuständig für alle Aspekte rund um das Auto. Unsere letzte Arbeitsgruppe Marketing beinhaltet die Organisation innerhalb und außerhalb unseres Teams. Auf der Ablagefläche an der linken Seite liegt unser Portfolio Unternehmen, neben den Merchandise-Produkten unseres Teams. Das Portfolio Technik hingegen ist in einer Rollschublade unterhalb des Monitors zu finden.
vordere Radhalterung haben wir ebenfalls erneuert. Dieses Mal sind sie an dem Front verbunden. Das bedeutet, zwischen den Rädern und dem Chassis wird überhaupt kein Widerstand sein, wodurch kaum Verwirbelung erzeugt wird. Außerdem ist die Halterung absolut stabil, denn durch Solid Edge Simulation können wir die Stärke bereits im Voraus prüfen. Unser diesjähriges Radsystem ist ebenfalls speziell, denn durch den speziellen Aufbau wird kein Kleber gebraucht, wodurch die Verklebungsgefahr bei Null steht und das Zusammenbau ebenfalls vereinfacht wird. Die beiden Kugellager stabilisieren die Fahrt. Eine weitere Besonderheit unseres Messestandes ist, dass man sich hier unser Auto aus jeder Perspektive auf einer Drehplatte ansehen kann. Zudem kann man sich auch die Prototypen ansehen, um unsere Innovation unseres Autos besser verfolgen zu können. Was man auch noch nennen kann, ist, dass unsere Plakate klimaneutral gedruckt worden sind und unser Messestand für verschiedene Zwecke wie für den Tag der offenen Tür genutzt werden kann. Und auch Blizzard hatte hier am Anfang Musik unterlegt, die wir abschalten mussten. Guten Tag, wir sind das Team Blizzard und wir stellen heute unsere Präsentation vor. Ich bin Viktor Dexling, 15 Jahre alt und komme vom Gymnasium Unterstenner. Ich bin der Konstrukteur des Teams. Hallo, ich bin Lina Kuche, ich bin 17 Jahre alt und ich kümmere mich um das Grafikdesign sowie das Marketing. Hallo, ich bin Sebastian Kühnel, ich bin 16 Jahre alt und der Teammanager des Teams. Darüber hinaus bin ich auch fürs Marketing zuständig. Wir haben bei unserem Boxenstand besonderen Wert auf unsere Rolle als MINT-Botschafter gelegt. Dazu gehört unser Aufbau hier bei Schlüter, sowie der spätere Aufbau bei Otto Fuchs und das Angebot des Aufbaus bei Schulen, um viele Leute und größere Gruppen zu erreichen, um sie an diesem MINT zu interessieren. Genau das ist unsere Rolle als MINT-Botschafter. Mit Blizzard auf Platz 4 haben wir das Zehnerfeld auf 3 verbliebene Teams reduziert. Ist ja klar, dass die alle am Schluss auf dem Podest stehen werden. Aber wer von ihnen schafft es ganz nach oben? Noch mit dabei sind Momentum und Cubic Racing aus Baden-Württemberg sowie Swift aus Bayern. Ein reines süddeutsches Podest wird es also auf jeden Fall sein. Schauen wir uns die Teams erst einmal an, bevor wir das auflösen. Herzlich willkommen am Teamstand des Momentum Racing Teams. Ich bin Alexander Todt, der Teammanager und Produktionsingenieur. An meiner Seite sind unser Grafikdesigner Ben Gehr und unser Konstrukteur Ritwig Singh. Da wir Sie leider nicht in Person begrüßen dürfen, nehmen wir Sie jetzt mit auf einen virtuellen Rundgang. Hallo, wir sind das aus Baden-Württemberg stammende Team Cubic Racing und das ist unser Teamstandvideo. Beim Design, beim Aufbau und bei der Gestaltung des Ganzen achten wir auf ein sehr, sehr schlichtes Designkonzept. Das liegt daran, weil wir versuchen wollen, den Fokus auf die Materialien, auf die Printmedien, aber auch auf uns selbst legen. Der Teamstand bietet uns die Möglichkeit, auf ca. 4,3 Kubikmetern unsere Projektarbeit zu präsentieren. Dabei liegt es uns am Herzen, innovativ und interaktiv interessante Inhalte zu vermitteln. Wenn Sie unseren Teamstand mit etwas Abstand betrachten, können Sie bestimmt schon unser Logo, das weiße Momentum M, vor der roten Rückwand erkennen.
Unser M symbolisiert dabei nicht nur unser Logo und verstärkt damit den Wiedererkennungseffekt, es repräsentiert auch die drei Säulen unseres Projekts. Intensive Auseinandersetzung mit der Fahrzeugentwicklung, ein professioneller Fertigungsprozess und zu guter Letzt unsere langjährige Erfahrung, wir sind nämlich jetzt schon in der 6. Saison. Was findest du so am coolsten am Auto? Genau, ich bin großer Fan von den Einschnitten im Seitenkasten. Die nehmen nämlich den sozusagen aerodynamischen Nachteil von der Verwirbelung von der Luft über dem Vorderrad und wandeln sie in den Vorteil um, weil sie eben weit über den Hinterreifen hinweggeleitet werden und dadurch dafür sorgen, dass hinter dem Auto weniger Wirbel auftreten. An sich sieht auch das Design meines Erachtens sehr ansprechend aus. Im Laufe der Saison finde ich, dass ich sehr viel gelernt habe über das Ingenieurswesen und ich weiß auch, dass ich in Zukunft unbedingt solch einen Beruf ausüben will. Durch gelungenes Zeitmanagement hatten wir die Möglichkeit, Sonderprojekte wie unser Artcar umzusetzen. Hierbei handelt es sich, wie man schon sehen kann, um ein Auto mit einer möglichst auffälligen Lackierung in unseren Teamfarben. Dieses dient dazu, dass wir es Richtung Ende der Saison für einen guten Zweck versteigern können. Durch die intensive Zusammenarbeit mit Sponsoren und das Arbeiten mit Menschen habe ich dieses Jahr viel für meine berufliche Zukunft gelernt und mich vor allem im Bereich Management stark weiterentwickelt. Da ich diesmal zum ersten Mal am Projekt teilgenommen habe, sind meine neuen Erfahrungen und Lernerfolge dementsprechend hoch. Auch wenn ich mich davor schon mit Design beschäftigt habe, habe ich nun durch das Projekt gelernt, wie man ein Grafikdesign auf eine gesamte Teamidentität anwenden kann. Für meine Zukunft hilft mir das insofern, da ich vielleicht auch später als Grafikdesigner tätig sein will. Dieses Jahr lag mein Fokus darauf, mit einer wissenschaftlichen Herangehensweise zu arbeiten. Einerseits hilft dies uns im Projekt, andererseits kann ich das gut in meinem Frühstudium in Informatik verwenden. Was macht unser Designkonzept professionell? Zum einen entsteht durch die Einfachheit und Klarheit des Konzepts ein sehr eindeutiges Wiedererkennungsmerkmal. Außerdem hat es eine sehr hohe Funktionalität, da es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten gibt. So kann man zum Beispiel den Würfel allein, den Schriftzug allein oder das Ganze in Schwarz-Weiß darstellen. Außerdem ist das in unserem Würfel integrierte Strukturelement sehr vielseitig anwendbar. So ist es zum Beispiel bei unserer Autolackierung oder unseren Instagram-Posts zu finden und somit ein sehr zentrales Grafikelement. Das ist das Endprodukt unserer Arbeit der letzten 9 Monate. Wir sind das Team Cubic Racing und wir leben und verkörpern die Art of Racing. Wir sind Luisa, Florian, Noah, Cora, Luca und Johannes. Wir beginnen mit dem Teammanagement, gehen über zum Grafikdesign, dann zum Auto und den Entwicklungsprozessen und zum Schluss kommen wir zu unseren Lernerfolgen. Mit den Sonderpreisen sind wir durch. Das Wort hat jetzt aber erstmal Armin Gittinger. Hallo, liebe Teilnehmer der Formel 1 in der Schule Deutschen Meisterschaft 2021. Ihr seht mich hier schon im Arbeitsanzug. Das heißt, der Tag hier heute, Freitag in der Motorwelt, ist rum. Wir haben geile Autos gesehen, richtig tolle Kisten, wie es sich gehört für eine Deutsche Meisterschaft. Wir haben riesige Zeiten, ihr werdet es dann sehen, auf der Tabelle gesehen. Und wenig Bruch, was richtig gut ist. Aber was natürlich echt fehlt, ich sag's euch, ihr fehlt, ihr seid nicht da. Ja? Ist hier toll, tolle Autos, tolle Location, tolles Feeling, aber keine Teilnehmer. Ich hoffe bloß, drückt alle schön fest die Daumen, dass das die letzte Meisterschaft war, die wir virtuell haben durchführen müssen und dass wir ab der nächsten Saison wieder alle zusammenkommen können und richtig auch Spaß haben können zusammen. Und hier nun die Auflösung zu den Platzierungen. Auf Platz 3 haben wir das Team Swift aus Bayern. Platz 2 belegt Momentum aus Baden-Württemberg. Und tada! Auf Platz 1 und somit deutscher Meister ist das Team Cubic Racing, ebenfalls aus Baden-Württemberg.
Herzlichen Glückwunsch. Wir zeigen gleich noch das Podest mit den Medaillen und weisen darauf hin, dass es kurz nach Veröffentlichung dieses Films dann auch alle Ergebnisse auf der Homepage f1inschools.de geben wird. Und da wird dann auch bekannt gegeben, wer zu den nächsten World Finals fahren darf, die voraussichtlich im Frühjahr 2022 stattfinden werden. Wir wünschen alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns wieder in der nächsten Saison, dann hoffentlich auch wieder persönlich.